Kundenanfrage, Tasmanian Tiger Tech Paul 13 SP. Oder könnte man dieses Teil nicht ersetzen durch dieses Bladder Pouch? Wenn du irgendwas von dem wissen willst, was die zwei können und wieso und sowieso, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Osmann. Schön, dass du am Kaufberatungskanal dabei bist. Die Frage hat uns erreicht und ich habe mir gedacht, reden wir mal drüber. Das hier ist der Tech Pouch 13 SP und dieses Teil hier ist eigentlich für einen Erste-Hilfe-Rucksack, nämlich für den Tasmanian Tiger Move On MK3 entwickelt worden als Seitentasche. Funktioniert aber auch für andere Rucksäcke. Pathfinder 2. Ich habe auch schon Neuheiten für das Jahr 2020 gesehen und da kann ich mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen zukünftigen Rucksack das auch gut dazu passt. Aber der Punkt bei dem Teil hier ist eher, dass das schon eine Erste-Hilfe-Tasche ist. Also nicht einfach so eine Seitentasche, sondern schauen wir nämlich einmal ins Innenleben hinein. Wenn du dir das anschaust mit diesen Schlaufen hier, dann wird dir relativ rasch klar, die Idee ist hier, Verbandsmaterial oder anderes medizinisches Equipment anzubringen. Und das ist gut, das ist okay. Man kann das Ganze auch ausfädeln, also wenn du das nicht brauchst und dich das eigentlich stört, dann kannst du das auch ausfädeln. Dieses Flexicord ist alles gut, aber das ist die Idee dahinter, dass man den jetzt missbrauchen oder, missbrauchen ist nicht das richtige Wort, sondern anpassen kann. Und das, was du brauchst, das ist ganz klar, Seitentasche sozusagen. Wenn das auch eine Frage ist, wo man denn überhaupt montieren kann, auf welche Rucksäcke, dann mache ich auch gerne dazu ein Video, einfach einen Kommentar schreiben dazu oder melden an shop@überlebenskunst.at, dann machen wir das gern. Übrigens, bitte dem Video gleich einen Daumen nach oben, das wäre super und Abo. YouTube sagt, ich soll das sagen, also mache ich es ganz einfach. Aber zurück zum Thema. Gut, das bedeutet, du hast aber einen schmalen, komplett ausgestatteten Tech Pouch. Der hat dann hier in dem Frontbereich noch einmal solche Netztaschen. Die sind nicht geschlossen. Das ist wichtig zu verstehen. Das bedeutet, wenn du die nach unten klappen lässt, weil das zum Beispiel schwer ist, weil du da einiges eingepackt hast, dann kann das rausfallen. Das heißt, da musst du ganz einfach wissen, was du tust und was da hineinkommt und wie du dir das vorstellst. So, ist das ein Nachteil? Nein, ist es natürlich nicht. Er lässt sich auch relativ weit aufmachen. Das heißt, du kannst ihn auch komplett aufklappen, so wie man das halt von einem Erste-Hilfe-Taschel erwartet. Hier oben ein D-Ring, dann da auch noch einmal was zum Anhängen. Man könnte, ich weiß nicht, die wollen da immer irgendwelche, weiß nicht, Kabel durchgeben, vielleicht für irgendwelche Fernmeldeeinrichtungen oder als Blasen. Und damit meine ich jetzt nicht Blasen und auch nicht die Blase in dir, die immer wieder mal drückt, sondern die Trinkblase, von der ich persönlich nicht allzu viel halte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, habe ich einmal am René-Rossmann-Kanal darüber gesprochen, oben beim i-Klicken, wenn dir das interessiert, über die Trinkblasen. Aber das könnte man hier auch alles einbauen, soll so sein. Hier Mollestreifen außen, da kann man einen Patschall drauf dazugeben. Und nur zur Info, damit du das auch für dich jetzt berechnen kannst, weil vielleicht hast du keinen TT-Rucksack, sondern einen Wiesport oder was auch immer. Das habe ich gesagt, bei einem TT-Video habe ich eine andere Marke genannt. Mache ich vice versa, weil es wurscht ist. Das, wenn du das Ding nämlich brauchen kannst, wenn es passt, du hast hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mollestreifen hinten drauf. Und jetzt kannst du dagegen gleich ausrechnen, wie viele andere Mollestreifen du brauchst, damit das funktioniert, damit du das fixieren kannst. Wobei man dazu sagen muss, wenn das etwas kürzer ist und nicht darunter wie beim... Mir fehlt jetzt momentan wirklich keiner ein. Ja? Also nicht irgendwo ein am Rucksack selbst ein Element drauf ist, eine Seitentasche, die da reinstehen wird, dann kannst du das natürlich auch knapper bemessen. Muss man sich ganz einfach ganz konkret anschauen. Billige Eigenwerbung, das Ding gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Aber das ist ein so ein bisschen modular First Aid Teil. Der Bladder Pouch. Und der ist in Österreich, in Ostösterreich sagt man, ein Bläder, ist eigentlich jemand, der ein bisschen einen Knacks hat im Kopf. Aber das, glaube ich, das soll ein Beutel sein für eben eine Trinkblase. Und das Schöne bei dem ist, das ist auch, der ist ungefähr gleich lang. Und das war auch die Frage von dem Kunden, der sich interessiert hat, was soll er kaufen? Er möchte das auf ein, ich glaube, es war ein Pathfinder, MK2, irgendwas, ja. Und er weiß nicht genau, was er nehmen soll. Und daher will ich das jetzt ganz kurz hier beschreiben. So, schau mal her, dieser Bladder Pouch, das ist einfach ein Sackerl. Da ist nichts
Ja, es ist schon hier unten so ein Flexicord mit dabei, um eben diese Trinkblase vielleicht fixieren zu können. Aber sonst war's das. Der ist nicht mehr, nicht weniger. Aber hat den Vorteil, dass ich sage, du, eigentlich brauche ich momentan nicht mehr Platz, weil meine Trinkblase auch anders ausschaut. Ich mutmaße, dass das der Hintergrund ist. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, dann schreibt mal einen Kommentar. Auf jeden Fall, ich kann es auch schön zusammengelegt haben, dann ist es etwas kompakter. Das Teil ist auch insgesamt leichter, wobei natürlich jetzt der Vergleich auch etwas hinkt, denn wir haben hier dieses Multicam, das auch ein bisschen anderes Material ist, fühlt sich so an. Der ist schon relativ schwer, relativ viel Eigengewicht, was auch okay ist, was du aber bewusst sein musst. Der kommt man insgesamt leichter vor, ist auch klar, der hat dann noch ein eigenes Innenleben mit Nesttaschen, bla bla bla, und das ist einfach ein Sackerl. So. Und da lässt sich natürlich auch hier hinten, das ist jetzt schon mit dieser Lasercut und mit den, das ist etwas neuer, frischer, auch anders fixieren. Das heißt, du hast hier andere Möglichkeiten, du hast zwei Reihen mit den Molle-Streifen und auch schon das neue, das adaptierte oder verbesserte oder weiß ich nicht, Molle-System. Interessanterweise, es gibt Kunden, die mir schreiben, warum hat das Manian Tiger jetzt nicht mehr diese Druckknöpfe so wie früher? Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum die das tun. Sie tun es einfach. Und das ist der Punkt dabei. Das heißt, es kommt ganz darauf an, was du willst und wo so deine... was dir einfach besser taugt. Das ist, ich kann es dir nicht sagen. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Denn eins ist auch klar, das ist hier für mich auch, das muss ich zugeben, ein bisschen mehr zum Herum einbauen, pfrimpfeln, wie man bei mir daheim sagt. Also... alles hat so seine Vor- und Nachteile. Aber worauf ich da eigentlich hinaus will, ist, du hast hier auch die Möglichkeit, herzugehen und zu sagen, okay, und jetzt brauche ich einfach mehr und reiß das raus. Ob da jetzt eine Trinkblase reinkommt oder nicht, ist ja deine Entscheidung. Und das ist halt schon die Frage, was brauchst du? Und jetzt komme ich auf die konkrete Frage zurück, welches dieser beiden, weil beide passen rauf grundsätzlich, und wenn beide auf deinen Rucksack raufpassen, dann ist es einfach so, wenn du da eine Regenjacke, ein Trinkbecher, ich weiß nicht was, einfach da so reinstopfen willst, die Haube oder was auch immer, dann wird dir das reichen und dann wirst du mit dem, meiner persönlichen Meinung nach, glücklicher sein. Weniger Gewicht, Kosten, schaust da unten an, wir haben sie beide im Shop, aber das ist nicht, gar nicht der Punkt. Glaube ich, dass das hier die nettere Variante ist, nämlich auch dahingehend, wenn du nicht diese, und da kommen wir jetzt dazu, Funktionalität des Komplettaufmachens brauchst, wenn du nicht dieses Ordnungssystem hier brauchst, hier hast du nämlich, das habe ich vorher vergessen zu sagen, hier unten hast du auch noch einmal breite Flexicords mit dabei, Flexicords, ja, das sind die Flexicords, diese Streifen da, die haben auch sicher irgendeinen Namen, du kannst auch hergehen und hier unten diese Flexicords da auch einfädeln, da sind auch die dazugehörigen Schlaufen, also die haben sich da viel dabei gedacht, aber das ist halt Spezialeinsatz, mutmaßlich eben genau für den Erste-Hilfe-Bereich und das ist cool. Aber wenn du auf das ganze Zeug hier verzichten kannst, was du eigentlich eh nicht brauchst und eigentlich nur einen Seitenteil haben willst, wo du reinstopfen kannst, dann ist wahrscheinlich der Blätterbouch die richtige Wahl für dich. Und jetzt, glaube ich, habe ich alles erzählt, was dafür wichtig ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, was für dich passt. Meine Meinung und meine Ansichten habe ich dazu kundgetan. Jetzt bist du dran. Magst du mir einen Kommentar schreiben, wie du das siehst? 13er SP, Blätterbouch oder beide oder sowieso und überhaupt, oder habe ich schon wieder was vergessen, so wie ich das gerne tue. Danke. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Kommentar schreiben und billig zeigen wir, wann komm mal in meinem Shop vorbei. Kennst du meine Bücher, kennst du meine Online-Kurse, kennst du all das andere Zeug, was ich so mache, meine anderen YouTube-Kanäle? Das wäre irrsinnig cool, wenn dich das anspricht, mein Abo dazulassen. Abo, da geht's zu mir in den Shop oder zu einem anderen Kanal, aber andere Videos, Link unten in meinen Shop. Dein Reini Rossmann, Fragen an shop@überlebenskunst.at und ciao.